Ja, wenn es eine Sache gibt, die ich schon öfters angesprochen habe, dann sind das die Drechselkurse, die ich hier in meiner neuen Werkstatt gebe. Ihr seht, einige Schalen sind auch schon während den ganzen Kursen entstanden. Und darum soll es heute auch mal so ein bisschen gehen. In erster Linie ist dieses Video heute für diejenigen, die mal einen Kurs bei mir gebucht haben, dass ihr halt eben alle Arbeitsabläufe noch einmal euch ansehen könnt und vergleichen könnt und euch vielleicht noch mal ein bisschen besser erinnern könnt, wie das Ganze denn in dem Kurs funktioniert hat. Und auf der anderen Seite ist das hier natürlich auch für euch ein Infovideo, dass ihr euch mal ein bisschen vorstellen könnt, wie so ein Drechselkurs abläuft, wenn ihr denn einmal bei mir buchen solltet. Für mich beginnen die Drechselkurse meistens hier hinten im Lager. Da hole ich erstmal ein bisschen Rohmaterial für den Drechselkurs. Einen Rohling brauche ich noch, damit ich es euch heute auch mal zeigen kann. Ich will jetzt natürlich all diejenigen nicht irritieren, wenn ihr euch dieses Video anseht, dass dieser Drechselkurs zu kurz ist. Natürlich ist in diesem 15 oder 20 Minuten Video nicht so viel Inhalt wie in dem Drechselkurs. Ich will euch heute einfach so einen kleinen Einblick geben, wie der aussehen könnte, wenn du mich besuchen kommst. Die Frage bekomme ich relativ häufig gestellt. Philipp, sind die Kurse denn geeignet für absolute Anfänger, also für diejenigen, die wirklich noch nie was gedrechselt haben? Da kann ich euch nach mittlerweile 7, 8, 9, 10, 11, nach über 11 Drechselkursen sagen, ja, das funktioniert auf jeden Fall, denn ich hatte wirklich schon einige Kurse, da hat zum Beispiel die Partnerin dem Ehemann den Drechselkurs geschenkt und hat selbst noch nie was gedrechselt und sie hat für sich auch einen Platz gebucht und da hat das auch wunderbar funktioniert. Das bedeutet, habt da keine Angst, ich zeige euch das so, dass da jeder am Schluss eine schöne Schale mit nach Hause nehmen kann. Mir ist auch natürlich wichtig, dass ihr nicht nur eine Schale drechselt. Ich möchte, dass ihr so ein bisschen fasziniert seid von der Drechslerei oder auch so die positiven Eigenschaften kennenlernt. Das bedeutet, ich zeige euch einige Techniken, ich zeige euch viel mehr über das Drechseln hinaus, sodass ihr euch hoffentlich sehr, sehr gerne an diesen Drechselkurs zurückerinnert. Eines der Drechseleisen, was wir im Kurs sehr viel benutzen, ist eine Schalenröhre mit Fingernagelanschliff. Da gehe ich dann ganz genau darauf ein, was so die Vorteile von so einem Werkzeug zum Beispiel sind. Die Dinge, die ich noch vorbereite, bevor ein Drechselkurs startet, sind auch immer hier diese Werkzeuge. Das bedeutet, ich gehe an die Nassschleifmaschine, fülle hier erstmal entsprechend Wasser ein und kann dann natürlich erstmal routiniert alles nehmen, was ich brauche, damit man die Schärfvorrichtung auch benutzen kann. Du fragst dich jetzt vielleicht, was ist das hier für ein Klotz? Das ist ein Klotz, um den Abstand zu bestimmen, weil diese Tormic-Vorrichtungen, die ich im Kurs zeige und die halt auch eben alle Kursteilnehmer benutzen, die müssen halt eben so eingestellt werden, da hat sie es versteckt, damit es immer gleich ist. Bei diesen vielen Drechselkursen in der Vergangenheit und auch bei den Anfänger-Drechselkursen, über die ich jetzt noch gar nicht gesprochen habe, habe ich schon einige Dinge bemerkt, wo viele immer an den ähnlichen Stellen Probleme haben. Das ist zum Beispiel beim Abziehen. Das ist so eine Kleinigkeit, die ich dann vielen schon mit auf den Weg gegeben habe. Hey, schau mal, du hast das Werkzeug gerade so geführt beim Schleifen. Das heißt, du musst diese Bewegung auch so beim Polieren ausüben. Denn oftmals wird das Werkzeug so hier angelegt und dann kann ich halt zeigen, hey, schau mal, du schleifst nur hier unten die Phase, aber nicht die eigentliche Schneide. Wer kann sich noch an das Video von diesem Möbel hier erinnern? Das ist es geworden. Wie im Projekt angesprochen, wird das Ganze hier benutzt als Schärfstation für die Kurse. Was es mit der anderen Schärfstation auf sich hat, seht ihr gleich, wenn wir schleifen. In welcher Höhe stellt man eigentlich die Messauflage ein und warum macht man das Ganze? Es ist ja nicht jeder gleich groß, aber viele Drechselbänke sind ähnlich groß. Das erkläre ich natürlich am Anfang auch immer, damit man einfach mal weiß, warum das denn so überhaupt ist. Ich zeige am Anfang immer ganz gerne, wie so die Abstufungen beim Rundschruppen sind. Warum man das natürlich macht, sage ich auch. Hier ist der Rohling noch sägerau. Hier sehen wir schon, dass wenige Hochpunkte noch vorhanden sind. Und hier bei den beiden Stellen zeige ich auch immer, dass es nicht nur auf die Haltung ankommt, sondern auch auf die Vorschubgeschwindigkeit. Denn hier war die Haltung jeweils gleich, aber hier haben wir viele Ausrisse. Warum ist das so? Das ist die Vorschubgeschwindigkeit. Das zeige ich ganz am Anfang immer anhand von diesem Beispiel. Da kann man das ganz gut erkennen, wie sich das so verändert. Aber natürlich muss er erstmal rundgeschrubbt werden. We'll be right back.
Was ich auch oft gesehen habe beim Drechselkurs, und da sind wir wieder bei den Kleinigkeiten, ist auch so der Hinweis, hey, dreh die Messerauflage so, wenn wir jetzt die Stirnseite bearbeiten, dreh die Messerauflage nicht so. Das ist nicht Sinn der Sache. Das sind auch so Kleinigkeiten, die ich kennengelernt habe, seitdem ich Drechselkurse gebe. Und so kleine Kniffs und Tricks, die man irgendwann nicht mehr braucht, wenn man länger drechselt, wie zum Beispiel, wie man die Mitte markiert, die erkläre ich natürlich auch ausgiebig in den Kursen. Warum muss man die Messerauflage jetzt so auf diese Höhe stellen? Wir wollen das Werkzeug ganz geschlossen, nicht zu flach an die Stirnseite ranhalten, weil sonst haben wir einen zu großen Hebel auf unserem Werkzeug und das Werkzeug kann sich verfangen. So werden wir es mit hinbekommen, dass sich die Röhre in dieser Stirnseite verhängt. Wo kann man sich verletzen? An so einer Stelle zum Beispiel. Die ist rasiermesser scharf. Da ist es wichtig, dass man sich nicht verletzt. Es gibt auch Kommandos, die ich immer nenne. Das ist zum Beispiel schließen und öffnen. Warum arbeiten wir jetzt nicht viel und warum arbeiten wir jetzt effektiver? Das liegt an der Drehung vom Werkzeug. Ich schließe das Werkzeug, nachdem ich am Holz dran bin, öffne ich das Werkzeug langsam, damit ich mühelos drechseln kann. Natürlich bin ich jetzt nicht Bruce Allmächtig oder wie man sich nennen möchte. Ich war natürlich auch nicht perfekt oder ich bin auch nicht perfekt in den Kursen, aber ich nehme von jedem Kurs etwas mit und merke auch selbst, wo ich mich verbessern kann. Deswegen sind auch so Kleinigkeiten wie jetzt, wie man erklärt, warum man den innenliegenden Rezess so anfertigt und wie man das Ganze markiert. Das waren auch so Kleinigkeiten, habe ich bei jedem Kurs lernen dürfen, wie ich das halt eben so erklären kann, dass man es gut versteht. Warum macht man eigentlich den Rezess so groß, wie man macht? Hat was mit dem Backen zusammen zu tun, damit die nicht zu weit überstehen, damit die Arbeitssicherheit gegeben ist und wir halt eben nicht in ein zu weit auseinandergespanntes Spannfutter mit unserer linken Hand kommen. Der Rezess, da sage ich immer, das ist ein Teil von dem technischen Drechseln. Hört sich ganz groß an, aber das ist ein Teil, der muss einfach stimmen, dass wir unsere Schale sicher aufspannen können. Deswegen gehe ich da relativ genau drauf ein, wie tief wir die machen, wie groß wir die machen, dass das Spannfutter auch noch richtig spannt, weil größer ist nicht immer besser. Das ist beim Rezess auch so, weil irgendwann spannt ein Spannfutter nicht mehr wirklich rund, sondern wird leicht eckig. Das zeige ich dann bei verschiedenen Spannfuttern. Doppelschleifer benutzt nicht nur ich, den benutzt jeder Teilnehmer, wenn er den selbst gedrechselten Konterholz-Holzschaber scharf macht. Da zeige ich, wie das geht. Und da schleift auch jeder Teilnehmer selbst sein Werkzeug, damit er weiß, wie es geht und auch selbst eigene Erfahrungen hier bei mir gemacht hat und die nicht als erstes zu Hause machen muss. Scharfes Werkzeug ist maximal wichtig. Das hier ist auch so ein Werkzeug, da kommt es auf die Kleinigkeiten an. Waagerecht bis hängend ansetzen, nicht steil, dann können wir uns verkeilen. Ich mache jetzt was, das braucht man eigentlich nicht. Mein Ziel ist es aber mit dem Drechselkurs, die einzelnen Schwächen zu sehen und halt auch eben bei Bedarf helfen zu können. Das bedeutet, als nächstes kommt ein Übungsgang. Man muss natürlich vorgeben, will man jetzt gerade drechseln, wenn man eine schräge Vase drechseln möchte, oder wollen wir eine Kurve drechseln. Das Gerade ist oftmals ein bisschen schwieriger am Anfang. Deswegen machen wir genau das, damit ich halt auch eben helfen kann, dort, wo halt eben meine Hilfe benötigt wird. Das bedeutet, als nächstes kommt immer ein Durchgang, wo wir einmal das Ganze ausprobieren, ob wir auch differenzieren können zwischen einer geraden Phase anzudrehen und ob wir halt eben eine Rundung andrehen. Jetzt haben wir eine schöne Phase angedreht und jetzt haben wir auch so ein bisschen einen direkten Vergleich, denn jetzt werden wir anfangen mit der Rundung. Ich bin ein großer Fan von Eselsbrücken, das bedeutet, ich versuche viele Dinge so zu erklären, dass man es sich halt eben besser vorstellen kann und man sich vor allen Dingen nach dem Kurs besser merken kann. Da ist das Kupplungspedal von einem Auto immer ein gutes Beispiel. Will man langsamer fahren, dann drückt man die Kupplung und man bremst. Wenn man natürlich die Bremse tritt, man muss da ein bisschen um die Ecke noch denken. Will man schneller fahren, lässt man die Kupplung los. Das bedeutet, ihr fährt mit dem Auto los, ihr lässt langsam die Kupplung gehen. So verhält sich das auch immer ein bisschen mit dem Drechseleisen, denn wir arbeiten mit der Phase aufliegend. Und wenn wir halt eben die Kupplung drücken,
Wir drücken die Kupplung, dann werden wir mit dem Schnitt ein bisschen sanfter und gehen auch so langsam raus. Jetzt drücke ich die Kupplung und ich fahre aus dem Schnitt raus. Lasse ich die Kupplung gehen, ihr seht's, dann startet mein Schnitt. Somit sieht unsere Oberfläche schon gar nicht mal schlecht aus. Das ist eine Technik, die funktioniert bei vielen Hölzern gut. Bei manchen Hölzern bekommt man es aber auch einfach am Anfang noch nicht so hin. Deswegen zeige ich immer in den Kursen oder oftmals in den Kursen noch die folgende Technik, wo ich aber auch da noch natürlich weitere Infos gebe, wo man es benutzen kann und wann man es halt nicht benutzt. Ups. Hierzu lege ich mein Werkzeug sehr, sehr steil an. Da kommen wir zu der Vielfalt von dieser Schalenröhre mit Fingernagelanschliff. Denn jetzt arbeiten wir wirklich nur mit diesem ganz spitz angeschliffenen Teil, um solche sogenannten Spaghetti-Späne, wie ich sie ganz gerne mal nenne, zu erzeugen. Ihr seht, wir haben hier einen ganz feinen Span. Und je feiner die Späne, desto besser ist die Oberfläche bekanntlich. Grund, warum es so lange keine Drechselkurse gab, lag an dieser Maschine. Die wurde extra gebaut. Das ist ein extrem toll durchdachtes Gerät. Das ist ein Entstauber. Der ist so groß, damit alle Drechselkursplätze ideal abgesaugt werden können. Da wird es in separaten Videos noch ein paar Infos zu geben, weil gerade hier die Abreinigung, die funktioniert noch nicht, weil der Druckluftanschluss fehlt. Aber mit dem Gerät hier habe ich eine richtig gute Absaugung oder hat jeder Teilnehmer eine richtig gute Absaugung an seinem Kursplatz. Und so haben wir zumindest mal beim Schleifen keinerlei Staubentwicklung, weil alles wirklich souverän abgesaugt wird. Das bedeutet ja, an allen 4 Drechselbänken, 3 Teilnehmer können vorbeikommen. Ich habe eine Drechselbank, also 4 Absaugpunkte können gleichzeitig abgesaugt werden und das funktioniert wirklich gut. Also ich bin immer noch sprachlos, die Maschine ist von absaugprofi.de, tolles Gerät. Machen wir sie mal an. Die hat übrigens einen Frequenzumrichter drin, deswegen fährt die ganz langsam hoch. Ich habe euch gerade auch extra mal nochmal gezeigt, wie so meine Handbewegung ist, wie ich das Drechseleisen führe. Denn das ist auch oft ein Punkt, weit nach hinten. Und wenn ihr mit dem Werkzeug über dem Maschinenbett seid, das heißt in Verlängerung über eurem Maschinenbett, dann müsst ihr das Werkzeug nochmal gut zu euch nehmen, damit ihr halt auch eben tief in die Schale reinkommt und eine gleichmäßige Rundung hinbekommt. Jetzt habe ich aber auch natürlich bei den vergangenen Kursen festgestellt, dass das hier einfach ein bisschen Übung bedarf. Das ist wie Autofahren, man muss es einfach ein bisschen machen, dass man zum Beispiel einen sauberen Schaltvorgang hinbekommt. Und das ist auch genau hier der Fall. Jetzt will ich natürlich nicht erwarten, dass meine Kursteilnehmer das direkt beim ersten Mal richtig gut hinbekommen und will sie auch nicht verunsichern, wenn es halt eben nicht so glatt läuft. Deswegen zeige ich auch in diesem Kurs, wie man den Rundschaber benutzt. Das ist, finde ich, so weil mich erreichen immer viele Nachrichten von außen, ein bisschen heikleres Thema, denn Leute, die sehr, sehr viel vom Drechseln halten, sagen, wer schabt, kann nicht drechseln. Da bin ich anderer Meinung. Wer weiß, wie man mit dem Schaber gut umzugehen hat, der kann auch mit einem Schaber exzellente Ergebnisse erzielen. Das bedeutet, das ist auch so ein Teil vom Kurs. Ich zeige euch, wie ihr mit dem Rundschaber in Kombination mit einem Negativwinkel, da zeige ich euch auch, was es damit auf sich hat, welche Vorteile der hat, wie ihr auch bei dem Holz hier mit einem Schaber ein super gutes Finish erzielen könnt. Und das zeige ich euch jetzt noch einmal von Namen. Ich habe jetzt mal das größte Material weggedrechselt. Ich habe jetzt ungefähr unten noch 6 mm überstehen. Das bedeutet 1-2 Durchgänge mit dem Rundschaber und dann ist auch die Drechselarbeit fertig. So sieht die Oberfläche jetzt noch aus. Das ist der Negativwinkel-Rundschaber. Und mit dem können wir jetzt die letzten Gänge machen, damit wir nicht mehr so viel schleifen müssen. Okay.
Wir haben eine absolut gleichmäßige Oberfläche. Wobei, da werde ich noch einmal drüber geben, da haben wir eine kleine Delle. Aber die Oberfläche ist ausrissfrei, sodass wir gleich nicht mehr so viel schleifen müssen. Du hast mich mal für einen Drechselkurs besucht und willst deine Erfahrungen teilen, dann schreib es gerne in die Kommentare. Falls ich dich aber jetzt neugierig gemacht habe, so eine Schale mal selber zu drechseln, dann schau gerne mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einen Link, der führt zu meiner Webseite. Da findest du immer wieder weitere Drechselkurstermine. Und genau, da würde es mich freuen, dich hier bei mir besuchen zu dürfen. Das ist ein Herzensprojekt, deswegen habe ich auch ganz schön viel reingesteckt, damit das halt auch eben jetzt hier ein bisschen schöner vonstatten gehen kann. Leute, ich wünsche euch einen tollen Tag. Ciao.